Ich bin erstaunt, wie viele hier doch noch rumlagen. Zumindest von den Blauen. Ach auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? So ein Käffchen. So. Wir wollten, glaube ich, das hier mit den Schnecken besser hinkriegen. Fehlt uns irgendwas. Wer macht Schneckenfutter? Das geht darüber. Das ist auch wunderbar. Ich hatte den hier versucht zum Laufen zu bringen. Der Idee, dass das Wasser von da hinten hier rüber fließt, richtig? Ich habe festgestellt, hier kommt kein Wasser. Was ich nicht festgestellt habe, ist, dass ich keinen Strom angeschlossen habe. Oder hatte ich Strom angeschlossen? Geht mich Zeug da rein. Ach, das hatte ich festgestellt. Hallo, ich bin dumm. Herrlich. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Also, wir wollen jetzt gucken, wie wir eine Schnecke produzieren. Wie machen wir es am besten? Wir gehen hin und fangen hier nochmal. Das Terrarium haben wir hier hingesetzt. Wir brauchen das Ding hier. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müssen die nachher da hinten rein. Das heißt, wir müssen die erstmal hier hinsetzen. No Power ist lösbar. Wir setzen uns hier Power hin und schließen da an. Weil da haben wir tatsächlich gerade genug von. So, das heißt, Power ist Missing Incubator. Gehen wir hin. Das, ne? Incubator. Haben wir. Missing Egg. Jetzt geht das Ding los. Wir haben hier die DNA. Wie machen wir jetzt aus der DNA? Wir könnten doch einfach mal hier nachgucken. Kann ich das nehmen? Okay. Gucken wir nach Egg. Okay, Unknown Egg. Gucken wir nach dem. Wir brauchen 200 davon. Aus 5 davon. Die 5 sollten wir machen können. Oder haben wir die sogar schon gemacht? Das machen wir 22, aber uns fehlen DNA. Ist ein bisschen blöd. Das heißt, wir müssen weiter nach Schnecken suchen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist diese Schnecke hier unter Fels begraben. Yep. Machen wir zu. Wir brauchen jetzt aber noch ein paar Schnecken, die wir vielleicht hinkriegen. Vor allem brauchen wir blaue Schnecken. Jetzt wäre es natürlich gut, haben wir eigentlich schon irgendwo hatten wir doch hier so ein, da drüben haben wir alles hingestellt. Rennen. Ja, wir wollten dem Mann vielleicht noch mal eben was erforschen. Da war ja auch noch was. Muss ich mal eben gucken gehen. Ich habe so ein paar Gedanken im Kopf, was wir machen müssen. Deswegen, schauen wir mal. Hier war doch irgendwas. Da haben wir noch keine Ahnung. Was ist das? Okay. Phantom Crystal Elektroschnecke. Ein Modul. Davon brauchen wir die Dinger. Wo haben wir das Zeug? Platinum. Da. Was wolltest du denn haben? Wir könnten langsam ein bisschen schneller unterwegs sein. Das ist doch eine gute Sache. Sieht das hier aus? Könnten wir auch? Könnten wir nicht. Aber das könnten wir sofort. Das könnten wir hier? Wenn wir schon dabei sind. Ist das hier? Oh, da kommen wir auf Katerium rauf. Okay. So hier. Hätten wir das soweit? Wir. Und da wissen wir schon ein bisschen was. Elektroschnecken. Wir haben jetzt also herausgefunden, wie man hier Erd rausmacht. Und 200 davon. So. Wo kriegen wir jetzt? Das ist eine.
Aber wir wollten uns erst noch die persönliche Ausrüstung bauen, in der Hoffnung, dass wir es können. Ausrüstung, Exoskelett, was fehlt uns denn? Hier rüber. Dann weg. So. Idiot. Okay. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde einkaufen. Hier lang. Nehmen wir Holz mit. So. Turbodraht, Rotoren. Kriegen wir, glaube ich, schnell gemacht. Aber dann laufen wir schneller. Das ist schon mal ganz gut. Gehen wir hier rüber? Ich glaube, es macht Sinn, hier rüber zu gehen, weil wir müssen ja da drüben hin. Hallo, Uran. Uran, oder? Ja. So. So. Ah, ja, super. Reden wir jetzt nicht drüber? Okay. Ja. Drumherum. Irgendwo war hier. Die geile Scheiß. Gehen wir. Ja. So. So, die haben wir. Dann gehen wir hin. Super, dass wir heute wieder auf Schneckenjagd gehen. Das ist übrigens wahrscheinlich erstmal die letzte Folge, wegen nächste Woche kommt die 1.0. Mein Plan ist, wenn die 1.0 rauskommt, auch zu streamen. Also das heißt, wir fangen Season 2 mit einem Stream an, indem ich hoffentlich das so hinkriege, dass man das dann nachher schneiden kann zu einzelnen Folgen und dann kommen die dann eben entsprechend rück. Ihr versteht das Prinzip, oder? Wir brauchen eine Eisen. Haben wir. Und den 22 bauen wir die eben zusammen. Dann holen wir uns das Ding nämlich. Ich gehe davon aus, dass die Mods am Anfang nicht laufen werden. Sollten die Mods laufen, wird es Freitag auch eine Folge hiervon geben. Ich gehe davon aus, dass es das erstmal nicht passiert. Ja, aber das ist dann nur, bis Mods wieder gehen, on hold. Das heißt, ihr werdet euch quasi einmal die Woche informieren. Wie mache ich es denn am besten? Vielleicht der Community... Sprechen nichts gut. Reicht der Community-Tab dafür? Oder soll ich das jedes Mal im Video erwähnen? Was wäre euch denn lieber... Das Skelett. Das heißt. Dann wird wieder Beine. Ich kann schneller laufen. Das ist doch schon mal schön. So. 300. So. Das ist. Ich brauche ja erstmal nur dieses. Pack das mal dahin. Pack das mal dahin. Und pack das mal dahin. Müsste für alles reichen. Alien-Protein haben wir für alles. Also je mehr ich finde, desto besser. Ich hätte gesehen... Ach guck mal, die brauchen nur 50 und die brauchen nur 25. Das ist ja auch gut. Ich hätte doch gerade irgendwo was Blaues hier. Vorschlag. Wir gehen jetzt mal hier in eine Richtung. Gucken uns um. Aber in welche Richtung gehen wir? Gehen wir mal... denn, wenn wir Richtung Richtung Northern Forest gehen? Oder sollen wir lieber darüber? Ich meine, da haben wir auch noch nicht viel abgeholzt. In Northern Forest könnten wir das andere Zeug noch holen. Wenn ich zwei Sachen miteinander verbinden. Problem ist, dafür muss ich erst durch die komplette Wüste rennen. Ich meine, da drüben habe ich auch nicht viel mehr als durch Wüste rennen. Wir schauen mal. Jetzt mal hier hoch. Überlegen uns, was sinnvollsten wäre. Aber im Norden hätten wir ja theoretisch den Northern Forest. Und da würde mir, guck mal, da sind wir auch schon relativ weit.
Da würde ja auch was da sein, mit dem ich dann wieder arbeiten kann. Und wir brauchen ja noch unser da auf Beat, glaube ich. Rock Earth hatten wir. Wir hatten Dinge. Ja, das kriegen wir hin. Laufen wir mal hier lang. Vielleicht finden wir was. Ja, ich habe noch nichts zum Sprengen. Das ist auch blöd. Ich würde gerne dann die eine da wenigstens rausholen, aber die haben wir ja nicht. Nehmen wir alles um. Aber macht nichts. So, ich habe dich gesehen, Kollege. Weiter unten 200 steht, rennen wir auch wieder zurück, weil das wollen wir dann weitermachen. Nein, zu wenig Schrauben dabei. Also ich habe da oben die Schnecke gesehen. Ich würde da auch gerne rangehen. Die sagt nein. Ich würde behaupten, das hier ist viel zu steil. Aber ich lasse mich gerne als Lügner darstellen. In dem Fall lasse ich mich gerne als Lügner darstellen. Hi. So. Im Norden. Gähnende Leere. Hopp, hopp. Oh, das tat weh. Okay. Das bringt immer nur 10, ey. Eieieiei. Wüsste, wie das hier. Okay, da ist Ende der Welt. Da ist Ende der Welt. Das heißt, wir müssen doch links rüber. Da, kein Problem. Dann tun wir das. Jetzt mal hier am Rand gucken. Manchmal findet man da ja noch mal irgendwas. Ist das auch gerade vollkommen egal, ob ich eine grüne, blaue, gelbe, rosafarbene Schnecke finde? Aber ich falle ja nicht wieder runter. Das Spiel hatten wir schon, das war doof. Ist nichts. Da wird auch nichts sein. Und jetzt mal hier vorne, das sieht so ein bisschen verdächtig nach. Du kannst hier was tun aus. Und ist es. Okay. Ich habe mich natürlich genau für die falsche Richtung entschieden. Das ist. Soll ich da oben irgendwas leuchten? Sehe ich hier irgendwas leuchten? Nein. Hier ist ein bisschen Eisen. Da vorne spritzt ein bisschen Wasser, wenn ich es richtig sehe. Boink. Ist Wasser. Man kann sie ja relativ gut aus der Distanz erkennen durch diesen Schimmer, aber nehme auch gelbe, wenn ich damit schneller fertig bin. Also ja. Ja, der Summer Sloop ist in Arbeit. Mhm. Ich habe doch gesagt, ich nehme auch gelbe. Boink. So. Der hier sieht so aus, als könnte da auch was dranhängen. Der sieht aber auch so aus, als sollte ich das nicht ansatzweise versuchen. Die hier ist... Also da muss ich sowieso gucken, ob ich das in dem anderen Spiel dann... Ich glaube, wir fangen erstmal an ohne den Spaß. Wie viel haben wir denn gekriegt? Ja, bei 40. Wir brauchen noch 10. Also ich nehme auch gerne noch die gelbe. Das ist mir... Ich bin da sehr offen. Wenn gelbe mir da mehr hilft, dann nehme ich halt gelb.
Ich nehme auch gerne eine rote, wenn eine rote reicht. Oder zwei rote. Also violette, Entschuldigung. Darüber? Hm. Hier ist etwas, was mir sehr gut gefällt, nämlich Lateral. So. Wo könnten wir denn noch eine haben? Nein, dahin nicht. Das hatten wir schon. Jetzt höher springen, das wissen wir. Gott sei Dank hat physikalisch hier nichts auf sich, das Wasser. Mal gucken. Gelb wird mir sehr gut gefallen gerade. Was hatten wir, vorher hatten wir 25, da müssten wir 15 Stück gekriegt haben. Was ich persönlich sehr cool finde. Und mir ist durchaus bewusst, dass wir hier schon waren. Ist das eine Höhle, wo wir vielleicht mal reingehen könnten? In der Hoffnung, dass da drin was Violettes oder was Gelbes ist. Da oben ist was Dingsiges. Ja, I strongly advise you. Hier sieht ein bisschen. Bitte was? Habe ich das gerade richtig gesehen und die mögen sich nicht? Die Viecher spucken sich gegenseitig an? Halt die Klappe. Du hast mir eh nichts. Da sind zwei, die dich mal halten können. Violettos. Klingt aber auch echt übel, muss man mich ja lassen. Aber. Natürlich, geil. So, wie viel bringt ihr mal? 10. Guck mal, die Überreste habe ich. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich fürs NAM brauchte. Jetzt wäre es halt cool, was zum Sprengen zu haben. Günstig. Dann springen wir einmal hier hin. Und dann dahin. Okay, also grundsätzlich hat sich dieser Ausflug hier gelohnt, weil wir haben was Rotes, also Violettes gefunden. Ich bin da vollkommen frei. Was Wünsche angeht, was ich sehe. Was ich finde. Hauptsache, ich das da voll. Wenigstens einen davon. Wenn ich mich ein bisschen wiederhole dabei. Aber ich glaube, da habt ihr euch schon dran gewöhnt. Nein, ich mache den Witz jetzt nicht, dass ich das nochmal sage. Er wird sich ein bisschen anbieten, aber ich lasse ihn jetzt einfach. Ich bin heute mal human damit. Was haben wir denn noch? In welche Richtung waren wir denn schon unterwegs? Wir sind hier hinten lang gelaufen. Ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn wir so Viecher finden. Oben sehe ich eine blaue. Wie sieht es denn hier aus? Vorne sehe ich eine blaue. Unten ist der Kollege. Da oben sehe ich eine blaue. Ist ein bisschen giftig, aber komm, das schaffen wir. Blaue, also die blaue wird ein bisschen anders ein Problem. Nee. Ich komme da ja nicht. Ich komme Pfeile höchstens. Okay. Ist diese Problem. Oh, ist diese große Problem. Nee, die hole ich mir doch nicht. Die Idee war ganz gut.
Bitte was? Gib mir hier auf den Senkel. Oh, gelb! Der Weg hat sich doch gelohnt. Hallöchen. Du musst leider aufgehen. Wer haben wir bei denen nochmal gekriegt? Den hier waren bei 30. Hätte vorhin schwören können, das waren. Da drüben sehe ich noch einer. Das ist gut. Hi. Und wenn ich die auch noch kriege, habe ich ein bisschen mehr. Ich hoffe ja, dass ich damit dann nachher den anderen Spaß zusammenkriege. Interessanter ist natürlich jetzt die Frage, wie komme ich hier hoch? Folgendes. Wir setzen dich dahin. Und dahin. In der Hoffnung, dass ich dann hier raufkomme. Das Ding so. Jetzt. Okay. Okay. Kollege, ich spiele Minecraft. Ich weiß, wie das geht, ja? So. Zack. Zack. Ich müsste mich jetzt. Oh. Da ist meine Heimat. Schlecht, der ist schlecht. Der ist schlecht, der. Komm, dich kriege ich. Okay, der war nicht so geplant. So ähnlich geplant, aber nicht so. Ehrlich gesagt, wollte ich jetzt nicht hier unbedingt direkt drauf gehen. Das war nicht. So. Ich kann mir ein Ei holen. Wunderbar. Ich habe ein unbekanntes Ei. Jetzt muss ich wieder zurück zu meiner Brutstätte. Gehen wir hier hinten rum. Oh, das geht deutlich schneller. So, da drüben hin. Das ist so ärgerlich, ne? Wenn das jetzt wenigstens eine rote oder sowas wäre. Okay, Missing Egg. The humidity doesn't seem right. 6 Minuten und das. Ah, das sind die Chancen auf die anderen Schnecken hier. Okay, verstehe. Ich hoffe, ich kriege damit jetzt genug raus, um. Dann wiederum genug zu bekommen. Humidity. Das heißt, ich brauche Wasser. Nehme ich an. Ich brauche Wasser. Ich weiß, dass ich hier drüben zu viel habe. Na, wie war das? War das noch? Braucht eine komische Menge? Ja, genau. 200.
Wie machen wir dich jetzt am besten? Weil hier haben wir kein Wasser direkt nah dran. Brauchen aber Wasser. Wir hätten Wasser dort. Kriegen wir? Okay, das würde funktionieren. Dahin könnte man die setzen. Ich brauche Material. Habe ich hier einen... eine Menge Material wieder. Das ist die Werkbank. Wir brauchen einen Wasserextraktor. Wir brauchen das. Ich plane einfach mal den Stützen mit ein. Falsch. Ich plane 0 Stützen mit ein. Ich plane dafür 20 da. So. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir denn? Schraube. Aber muss ich holen. Okay. Wir fangen mit der zweiten Nummer an. Okay. Ganz raus, ganz raus. Okay, wir brauchen 10 Rotoren. Das sollte noch drin sein, oder? Hm. Da ist mal die. Und woraus kriegen wir die nochmal? Die kriegen wir aus. Die muss ich mir holen. Ja. Das haben wir jetzt aber hier richtig schnell. So. Könnte ich mir die schnell, also schnell eben Kupferbahnen holen, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Muss ich die alle wieder verdengeln. Hinten werden sie gebaut. Oder werden die hinten nicht? Ich hab die hier. Holy. Ich bin an den oberen. Danke. So. Ah, Schrauben. Schrauben muss ich holen. Johan. Ich hoffe, ich mache noch Schrauben. Schrauben könnten ein Problem sein. Eine Schrauben? Eine Schrauben? Schrauben sind ein Problem. Ja, 50 pro Minute sind 4, 6 Minuten. Noch nicht zum... Nee. Minuten.
In den 6 Minuten könnte ich schon mal hingehen und dengeln. Dauert ja auch einen Moment. Aber dann haben wir schon mal das und können weiter. Die 120 sind sogar relativ schnell. Das hat dann hier auch eine schön hohe Zahl, das ist auch gut. So, wie viel haben wir jetzt hier? Ja, was mit dem Ding? Auch nicht genug Eisenbarren auf Vorrat, dass ich sagen könnte, ja, nehmen wir einfach mal mit. Aber wir müssen auch in Zukunft mal das hier ein bisschen höher drehen, dass das hier mehr funktioniert. Aber wir haben ja gesagt, wir machen erstmal da vorne das alles. Und dann fangen wir an mit dem Aufbau der vernünftigen Basis. Das ist schön, wie ich Pläne mache, obwohl ich weiß, dass so viel nicht damit passieren wird erstmal. Wenn mir zumindest ziemlich sicher bin, dass das so ist. So erhält man ein strahlendes Lächeln. So. Nächster Dad-Joke abgehakt. Ist das nicht toll? Das ist nicht toll. Hey, hey, hey. So, wir brauchen was. Haben sie gesagt. Ich muss das Wasser jetzt ausgerechnet hier rein. Egal. Wir setzen... Dorthin. Da hinten. Hier hin. Dahin. Hier hin. Mal wieder weg. Jetzt mal hier hin. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das bis da drüben hin? Aber zu lang. Gehen wir mal hier runter. Gucken wir. Dahin. Und dahin. Wir brauchen auch eine Pumpe und Strom. Da war was, was ich vergessen habe. Das wird gehen. Dann nehmen wir das. Setzen das da oben dran. Knappen uns die Pumpe, die uns Material fehlt. Okay. Dann gehen wir dahin.
Mal gucken. Fehlten welche? Pumpe pumpiert hoffentlich. Das ist der Fachbegriff? Glaube ich. So, 36 Minuten schon. Uiuiui. Wollen wir mal schauen? Warte ja jetzt einen Moment. Jetzt müsste irgendwann hier hinten Wasser ankommen. Humidity. Okay. Quatsch. Was haben wir denn hier noch? Wir haben ja für die Temperature und die Humidity. Wir müssen Module oben drauf setzen. Es fehlt Schrauber. Habe ich hier schon was hingesetzt? Nein. Gegen zwei Schrauben. Schrauber. Humidity? Doesn't seem right. Oh. Muss... Temperature 25... Ich brauche das Temperature-Modul. Mir fehlen Schrauben. Hey, das wird sich ein bisschen durchziehen hier. Ah, der setzt die automatisch ineinander, so wie sie gehören. Okay, Humidity. Wir brauchen 25 Grad. Safe. Warum geht die Temperature hoch? Okay. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ich soll jetzt die Humidity auf 50% regulieren. Die ist auf 50%. Soll die auf 100? Auf was soll die denn? Wenn ich die jetzt auf 20 hier setze, was passiert dann? Dann geht die hoch. Oder muss ich die runter regulieren? Woran erkenne ich das? Ein Ei da drin. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. So, jetzt habe ich hier. Eine Yellow Slug drin. Das Problem ist, wenn ich diese Yellow Slug jetzt hier drüben reinsetze, jetzt two Slugs. Not enough food. For the quality, du, Rainy Snail Food. Was machen wir hier? Rainy Snail Food. So. Needs two. Slugs. Missing Slug. Fuck. Okay.
Ich habe gehofft, wir könnten heute wenigstens eine zweite hier fertig kriegen. Aber, also das fertig kriegen, dass das hier mal läuft. Aber ich brauche noch eine. Ich kann halt nicht hingehen und die hier irgendwie umwandeln. Ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen zu teuer. Wo finde ich denn jetzt noch welche? Ich habe gerade eine blaue gesehen. Die Folge wird auch wieder zu lang. Passt auf. Ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe hier noch ein bisschen rum und suche Schnecken. In der Hoffnung. Ja, das ist anders. Da ist eine blaue mittendrin. Okay. Auszuhalten. Also. In der Hoffnung, die zweite fertig zu kriegen. Geht nur noch eben die. Da irgendwas. Ah. Da muss man nach. Okay. Stand irgendwas bei der drin? Ich hoffe, die kommt mit blauen klar. Dann würden wir mal hingehen und. Das dürfte anders durch sein. Ich suche jetzt mal nach Schnecken und wir sehen uns gleich wieder. So. Dann haben wir die letzte blaue. Wunderbar. Wenn wir das fertig machen, können wir den Weg finden. Ich bin erstaunt, wie viele hier doch noch rumlagen. Zumindest von den blauen. Mal mitnehmen. Ich habe das besser. Was nachher wieder heißt, ich brauche noch mehr. Irgendwo finden wir hier garantiert auch noch mehr. Brauchen wir auch noch ein bisschen was für Purple und Violett. Wollen wir gerne auch haben. Aber ich hoffe jetzt, das funktioniert so richtig. Also ich muss nicht unbedingt eine gelbe finden. Autsch. Ich will hier hoch. Danke, danke. Ja, lassen Sie mich vorbei, ich bin Schaulustiger. Unknown Egg. Wir haben ein Unknown Egg. Nummer 2. Das können wir jetzt ausbrüten. Dann haben wir 2 Schnecken, die sich hoffentlich vermehren, uns Eier geben und dann weiter vermehren. Also das will ich ja wenigstens hier nochmal abschließen können. Also das wäre schon schön. Hier rauf. Jetzt war noch irgendwas. Nee, also. Wir haben noch ein Eck. Okay, der weiß noch nichts drüber. Doesn't seem right. 70 ist ihm zu hoch. Und wie es bei 50 aussieht. Okay. 50 und 25 scheint gut zu sein. So, jetzt haben wir hier eine blaue Schnecke.
Gucken wir nochmal. Der stand, glaube ich, dabei. Kommt bei der? Ist gelb und blau. Humidity doesn't seem right. Okay. Ah, hier kann ich das so anpassen. Machen wir die mal auf 55. Machen wir die mal auf 55. Jetzt langsam hoch. Ich fürchte, dass die hierfür niedriger sein muss. Okay, es funktioniert. Was machen die daraus? Die machen mir daraus Eier. Eier kann ich wieder drüben reinschmeißen. Kriege ich jetzt zwei Eier daraus? Also ich bin gerade komplett ahnungslos, was passieren wird, aber wir werden es gleich sehen. Werden die verbraucht, ist die große Frage. Die machen zwei Eier. Zwei Eier. Ich kann mich auch noch ein paar Mal weiter wiederholen. Nehmen die da rein. Jetzt nicht bisschen, also die Temperatur ist okay. Das heißt, wir passen die um 5 Grad an. Dann sollte das immer für beide passen. Na, Humidity. Der jetzt hier bei 55 ist. Eine Menge in Gebäude. Warum kommt denn kein Wasser an? Humidity doesn't seem right. Ich brauch 5. Ach so. So, jetzt habe ich eine Schnecke. Was kann ich mit der jetzt machen? Mal abgesehen von da vorne brüten. Tja, wir haben das Terrarium. So, okay. Schnecke läuft hier rum. Okay. Eine Schnecke ist immer nur gut für. Immer nur gut für zwei Eier? Ich meine, okay, so vermehre ich das definitiv, ne? Jetzt machen wir wieder zwei, dann habe ich schon drei. Also, okay. Wie machen wir das jetzt? Wir haben hier zwei Eingänge. Ich weiß, es wird heute wieder ein bisschen länger, aber macht ja nichts. Wir haben alle Zeit, oder? Dann können wir hier mal eben auf 100. Danke. Das ist ein Änderchaos hier. Das geht rein. Das heißt, hier hinten geht was raus. So. Wo ist bis dahin mit dem Wasser? Also, egal. Hier gehen Schnecken raus. Habe ich schon
kann ich jetzt als erstes machen. Zack. Dahin. Dahin. Hier durch. Da. Da geht Schnecke rein. Und hier kommt dann wahrscheinlich. So, hier rein. So. Setzen wir mal dahin. Du gehst. Ups. Gehst dahin. Dahin. Du gehst. Ist das ein wunderbarer Kreislauf hier? So, wir haben diese Chancen hier. Das zweite, die gehen jetzt wieder darüber. Hier ist jetzt wieder keiner drin, da fehlen zwei. Da ist 80 drin. Warum? Warum nimmst du nicht Neues an? Weil ich kann das ja hier unten reinziehen und es hat dann wieder 100. Das ist doch angeschlossen. Oder muss das in eine bestimmte rein? So, dauert einen Moment, dann kommen die hier auch an irgendwann. Wo seid ihr denn? Na, guck mal hier. Natürlich auch sein, dass ich die jetzt beide irgendwie hier. Da läuft's rein. Muss ich echt jetzt? Eine hier, eine da machen? Ich nehme mir mal vorsichtshalber, bevor ich mir irgendwas kaputt mache. Die Schnecke da oben runter. Die Schnecke da oben runter. So. Du läufst schön fleißig da rein. Geht eine rein? Zwei? Drei. Boah, mache ich den Splitter jetzt? Wie mache ich den Splitter jetzt? Mache ich einfach nur einen normalen Splitter? Dem Motto, Shit-Off, Falle ist nur einmal im Jahr? So, die müsste jetzt, na, die geht wahrscheinlich erst gerade durch. Jetzt da lang. Ich mache jetzt ganz bewusst nur einfach nur gelbe Eier.
Danach mache ich zweimal blau. Nehme ich das Gelb eben wieder raus. Ja, gleich da oben so ein Ding vorbeilaufen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich daraus Energiedinger mache, aber hey. Warum wird jetzt die zweite hier verbraucht? Dann gucken wir mal, wie das läuft. Vielleicht habe ich Glück, wird gut, vielleicht habe ich Pech, wird schlecht. Jetzt 3 rüber. Nehmen wir wieder Dinger rein. Wieder gelb. Nochmal. Okay, das läuft ja ganz gut. Der macht schön Futter. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich Elektroschnecken. Ich habe das Ziel. Dafür brauche ich 200 Schnecken, wenn ich das richtig sehe. Dann mache ich hiervon anderes Zeug. Energiecharts oder sowas. Ich das in den Ampel rauf. Da ist die Blue Slugs dran. Da kommen die Yellow Slugs dran. Okay, die müssen auch warten. Das ist gut. Okay, die Zeit zählt doch mit. Ja, verstehe. Er ja, macht ja nichts. Aber wir haben jetzt hier schon mal läuft einigermaßen. Die Einstellungen scheinen gut zu sein. Incubator Tier. Okay, wahrscheinlich hier mit Time und so da oben drauf noch. Was waren die zwei Sachen jetzt, Ma'am?
Elektroschnecke, da ist einmal Time Module, wenn ich da gucke. Okay, was macht der hier? Ja, das kann ich mir noch nicht angucken. Schade. Fluid Tank Module. Okay. Interessant. Also langsam müssten wir an dem Punkt sein, wo hier immer mehr reinkommen. Ich hoffe nur, dass halt immer genug in der richtigen Farbe reinkommen. Weil. Ja, wobei, die ist ja immer sowieso immer nur eins. Die werden so abgearbeitet, wie sie kommen. War schon mal gut. Es kommen hier 5 Stück raus. Die beiden blauen warten jetzt da. Okay, das läuft jetzt hoch. Wunderbar. Machen wir noch schnell einen Screenshot. In dem Spaß hier. So, dann haben wir auch schön nah drauf eine. Nur noch einen hin. Vielleicht kann man das auch verwenden. Gut, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Äffchen.